Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Hospital. Und der Tag fängt gerade erst an. Ja, seid fleißig. Tut's was für euer Geld. So, wo waren das vorher, wo wir das gefunden haben mit Hi? Genau hier. Also. Ich würde sagen auf Medium das Notfall. Und das dann machen wir auf High, genau. Die Klinik können wir dann auf High machen. Schauen wir mal, jetzt bräuchten es weniger Zeit beim Arzt drinnen. Also eins könnte auch noch helfen. Ich könnte Deko. Wo haben wir ein Deko? Da. Eine Uhr. Puh. Einmal hier einer. Wir können so ein Noticeboard aufhängen. Poster. Mülleimer. Noch ein Poster. Ah, da geht es nicht. Okay, so. Ein Tennis-Ellbogen-Poster. Das kennt man doch. Das hängt doch bei den Ärzten auch immer, diese ganzen Plakate, oder? Also zumindest in Österreich. Poster, Tiere, na gut, ja, ist okay. Kaffeetisch, aber der passt hier nirgends mehr hin. Schade. Eine Pflanze. Wo kriegen wir hier irgendwo noch eine Pflanze rein? Hier. Ja, hier. Hier. Und hier. Schaut doch schon viel freundlicher aus, oder? Nein. Gibt's da nicht auch irgendwas? Ein Kaktus. Ah. Als kleines Ding haben wir nur einen Kaktus. Schade, aber das können wir auch da reinstellen. Schaut doch ganz nett aus, wenn man beim Arzt einen Kaktus sieht. Und es macht ihn vielleicht freundlicher. So. Ja. Was hätten wir da für außen? Eine Outside Bench. Könnten wir eine hier und eine hier hinstellen. So. Oh, da ist die Türe. Mist. Ich wollte es natürlich nicht vor die Türe stellen. Die Anmeldung hat nur zwei Sessel, aber das müsste reichen, oder? Eigentlich schon. Schauen wir mal. Da habe ich eine andere Bodenfliesenfarbe genommen vom Boden. Ups. Ja, egal. Wir haben vier im Wartebereich. Okay. Können wir nicht auch noch Sitzbänke hinstellen? Bench. Was passiert, wenn ich da welche herstelle? Für die, die gerade beim Arzt drinnen waren, aber sich dann einmal hinsetzen wollen. Schauen wir mal, ob sie die überhaupt benutzen. Sehr gut. Nö. Also sie benutzen nur die Sitzbänke im Badebereich. Schauen wir mal. Aber bis hat sich da keiner hingesetzt. Hm.
Da wartet noch eine Patientin. Ja, die macht immer noch schön Minus. Da sind wir noch nicht weiter. Ja, die Notfallaufnahme macht ordentlich Plus. Macht auch wieder einen Aufstieg. Das war wahrscheinlich, wie ich das Ganze gebaut habe. Vierundzwanzig von 25 Patienten haben wir geheilt. Okay. Wieso kriegen wir nur 25 Patienten? Entweder weil die Aufnahme nicht mehr aufnehmen kann. Oder weil unser Wartebereich zu klein ist. Das sind Dinge, die könnte man so nach und nach rausfinden. So, ich wollte aber jetzt, egal ob es sinnvoll ist oder nicht, noch bauen. Ja, ich wollte. Es gibt hier einen Elevator. Wo finde ich den? Da haben wir das alles. Ach, da hat man zum Beispiel eine schönere Rezeption. Oh, die ist ja gar nicht übertrieben. Ja, aha. Also könnte man natürlich eine Rezeption bauen. Ein Waiting Room, ja, das sieht nett aus. Was bietet man da so an? Ein GP Office? Ja, da hätte er deutlich mehr Bewegungsfreiheit. Ein Common Room. Oh, das schaut nett aus. Geben den Leuten viel mehr Platz im Klo als ich. Was ist ein On-Call-Room? Okay, den haben wir noch gar nicht. Restrooms, so machen wir, ja, die haben wir schon gesehen. Nurses-Station, die haben wir auch noch nicht. Observatorium, da gibt es ja noch deutlich mehr, cool. Eine Nurse-Station. Aber die kann ich noch nicht. Aber die müsste ich doch eben, den kann ich bauen. On-Call-Room. Ah ja, okay. Clean. Ja, so könnten wir es auch machen. ICU. Okay. Was schlagen sie denn da vor beim X-Ray? Ja, deutlich mehr Platz als ich. Den haben wir noch nicht. CT-Raum. MRI. Ja, okay, ich verstehe schon, ihr macht es deutlich mehr Platz. Könnte man natürlich auch probieren. Es gibt aber doch noch den Elevator. Irgendwo habe ich den schon gesehen gehabt. Add new floor. Da könnte ich quasi jetzt sagen, so, das möchte ich haben. Übernimmt man da jetzt automatisch die Wände? Schaut doch so aus. Ja. Da drinnen kannst du wegmachen. Ich möchte doch oben ganz andere Wände machen. Aha. So, hier auch noch. Weg. Weg. Aber wie gesagt, wir sind in einer, ja, Beta. Also von daher abwarten, wie es dann im Endspiel ist. So. Und so.
Und irgendwo. Nee. Nee. Ach so, vielleicht, weil er das dann wirklich kopiert. Ich weiß es nicht. War da ein Lift? Da ist der Lift. Elevator. In grün, keine Ahnung. Gehen wir mal runter. Dann kann man sagen, den Lift wollen wir gerne hier haben. Genau, der ist dann automatisch auch da oben. Okay, dann könnten wir da oben sagen, wir wollen jetzt das hier. Waiting Room mindestens 4x2. Wir haben gelernt, den Waiting Room machen wir nicht zu klein. Einen Korridor, den machen wir mal hier. Und ich würde sagen, hier. So, eine Rezeption. Wie groß? 3x3. Machen wir es 3x4. Ein Common Room. Dann 4x4. Machen wir 6x4. Restroom. Kann ich alles noch nicht. Okay. Oder? Doch, Startlab müsste ich doch können. So. Und so. Gut. Dann machen wir mal Wände rein. Okay. Vielleicht sollten wir zuerst einmal die Bodenfliesen ändern. Besser. Sonst erkenne ich nicht, wo ich die Wände hinzimmern möchte. So. Genau. Da. Oh, ich habe eins vergessen. Ein Restroom brauchen sie auch noch. Das heißt, wir gehen nochmal da rein. Und bauen ihnen hier einen Restroom. Einen der Größe. Türen. Einmal daher. Einmal daher. Einmal daher. Einmal daher. Wände hier drinnen. So, machen wir so. Dann brauchen wir hier natürlich auch noch Türen. Sehr gut. Dann können wir wieder übergehen zum Innenbereich. Fangen wir an mit der Rezeption. Was hätten die da alles? Im Prinzip reicht ja echt so ein Tisch. Ein Sessel. Ein Computer, damit es arbeiten kann. Und dann Chairs. Hier, daneben können wir noch einen normalen Chair setzen. Und hier könnten wir auch noch einen hinsetzen. Daher geht nicht wegen einem Sessel. Weg damit. So, was hätten wir dann dafür? Es jetzt wirklich was bringt oder nicht, keine Ahnung. Info-TV. Gehen wir darüber. Und Bench können wir ja hier. Hier.
Einen frei. Machen wir es so und so. Spiegel brauchen wir keinen. Die Maschine wäre vielleicht ganz nett, einfach mitten im Raum. Okay, so, was haben wir da? Ist eigentlich doch das gleiche wie das andere, oder? Erreiche mich da. Schaut genauso aus. Beleuchtung. Einmal das hier. Den Eye-Test. Ein Sync. Office Desk. Paper. PC. Audiometer. Und ein Stuhl. Nee. Kann man das mal weg? Warte mal, das da weg. Das darüber und das Audiometer hierher. Es mag er da nicht. Okay, das braucht also irgendwo einen Platz, wo so Sessel dabei ist, nehme ich an. Das Audiometer mag er trotzdem nicht. Ja gut, aber es ist eh nur gelb. So, was hätten wir da? Statlab. Ja, das ist wieder die mit der Zentrifuge. Dann mit Tischen. Nehmen wir ein Equipment Table. Kann man da auch was drauf tun? Ah ja. Ein Labshop. Sync. Die Sample Storage. Dann brauchen wir irgendeinen ordentlichen Tisch. Machen wir das so und so. Einmal ein PC. Einen Printer. Ein Mikroskop. Einen Sessel. Einen Lab-Analyzer. Und was auch immer ein REA ist. So. Mülleimer. Und er ist glücklich. So. Zweimal. So. Die Kaffeeküche. Ja, dann schon für 6 Leute quasi. Bookcase. Coffee Table. Dining Table. Mit ein paar Chairs. Und ich würde sagen, die kriegen da ein TV her. Eine Vending Machine. Dürfen es auch haben. Zwar daher. Cabinet. Könnt es auch haben. Und das Wall auch.
Was fehlt uns noch? Ein Sink hätte ich gerne. Okay. Damit hätten wir hier mal alles, was wir brauchen. Schauen wir mal. Können hier wen einstellen. Moment. Ja, ich habe es befürchtet. Ach, die sind hier untertags. Gut. Bin ich froh. Habe ich jetzt doch zu viel Minus? Schauen wir mal. Untertags. So. Geh mal weiter. Auf den Tag. Und dann schauen wir mal. Großer Unterschied ist ja, dass wir da oben Krankenschwestern haben und unten Ärzte. Bin jetzt gespannt, wie der Aufzug funktioniert. Na komm, ein bisschen schneller. Ich weiß, es ist schon 4 Uhr in der Früh. Du kriegst es hin. So, kann ich jetzt vielleicht? Was ist denn, wenn ich sage random? Okay, so. Okay, dann kann man sagen, viel Spaß. Ich fürchte nur, die wird heute noch nicht viel zum Tun haben. So, gehen wir mal nach unten und schauen wir uns unten im Krankenhaus um. Okay, Patienten sind schon da, die ersten. Wir haben ja, glaube ich, gesagt, warte mal. Wo war denn das? Emergency macht schon langsam Plus. Die beiden anderen machen Minus. Schauen wir mal. Die haben schon 12 geheilt, das ist immerhin schon was. Fünfzehn geheilt. Die haben da oben noch nicht viel zu tun. Ist ja fast eine reine Damenstation da oben. Da fällt mir gerade auf, ich habe was vergessen. Ich habe fast alle Räume fertig gemacht. Den habe ich irgendwie vergessen. So. Trash. Und ein Spiegel tun wir ihnen auch hin. Und ein Handtrockner. Könnt ihr auch haben. So. Ah, weil ich eine. Okay. Ja, ich würde gerne mehr als 10 heilen.
Aber im Moment schaut es noch nicht so aus, als würde ich das brauchen. Okay. Also mit drei kommen es zurecht. Und wie viele Patienten kriegen wir hin? 25. Ich brauche mehr Patienten. Aber immerhin, der Notfall gleicht noch die Verluste von den beiden auch aus. Aber. Also, das war mal für euch so ein erster Einblick in das Spiel. Ich finde, wie gesagt, sehr interessant. Auch wenn es jetzt nichts mit Point Hospital oder Ähnlichem zu tun hat. Das hier ist wirklich eine Simulation, wo man alles möglich machen kann. Ich würde es gerne länger zeigen, es geht aber nicht, weil bisher hatte ich immer das Problem, dass ich einen Spielstand, wenn ich dann einmal zumache, das Spiel, nicht mehr einladen kann. Also von daher würde ich sagen, das war's jetzt. Auch wenn ich für mich mit dem Bild garantiert noch herumexperimentiere. Ich sag tschüss, tschau, baba, danke fürs Anschauen. Und ihr könnt mir mal sagen, ob euch das Spiel interessieren würde, wenn es draußen wäre. Ich würde es gern zeigen. Also, tschüss.